Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach, und heute geht es darum, warum möchte er keinen Sex mehr mit dir und was kannst du dagegen oder besser gesagt dafür tun? Ja, das habe ich schon in einigen Videos erzählt. Männer und Frauen sind gleichermaßen Sexmuffel. Also wir tun uns einander nichts. Es gibt eben genauso viele Männer wie auch Frauen, die oftmals in einer Beziehung keine Lust auf Sex haben. Und heute geht es mal um uns Männer. Was ist eigentlich der Grund, warum Männer keinen Sex mehr wollen? Weil das ist ein häufiges Coaching-Thema, was ich mit Frauen habe, dass sie eben einen Partner haben, der irgendwie nicht mehr so ganz möchte. Und oft arrangieren sich viele Frauen damit oder sie suchen sich eben einen Ausweg woanders. Und für mich geht es mal darum, jetzt mal genauer zu beleuchten, was ist da so die Ursache? Und das ist auch vielleicht ein wichtiges Video dafür, wenn du ein Mann bist, der davon selbst betroffen ist und merkt irgendwie, ich habe überhaupt keine Lust mehr so wirklich auf Sex, dann bin ich mir sicher, dass du auch einiges aus diesem Video mitnehmen kannst. Das, was ich erstmal bei Männern am häufigsten beobachte, warum sie mehr und mehr keine Lust mehr auf Sex haben, ist, dass der Sex für sie eigentlich mit so viel Leistungsdruck verbunden ist, ohne dass sie das wirklich realisieren. Das ist nämlich so die Krux an der Sache, dass wenn wir keine Lust mehr auf Sex haben, das natürlich nicht machen, weil wir böse sind und denken, oh ja, ich will das jetzt nicht mehr und halte jetzt die Distanz zu meiner Partnerin, sondern es geht, oft nehmen wir gar nicht selber wahr, warum das so ist, sondern wir spüren einfach nur, ich will nicht mehr. Aber deswegen, liebe Männer, oder vielleicht auch, wenn du mal mit deinem Partner darüber redest, beleuchte einfach mal oder fühl mal nicht rein, mit wie viel Leistungsdruck für dich das Sex verbunden ist. Hast du das Gefühl, da immer funktionieren zu müssen? Da immer leisten zu müssen und verbindest vielleicht vielmehr eine Anstrengung damit als wirkliches Vergnügen. Das ist nämlich das, was ich bei vielen Männern eben wahrnehme, dass sie eben gerade durch die ganze Pornoindustrie eigentlich von jungen Jahren an darauf konditioniert werden, dass Sex etwas ist, wo sie eben performen müssen. Und weil sie darauf unbewusst auch irgendwann einfach keinen Bock mehr haben, ja, ziehen sie sich mehr und mehr raus aus dem Ganzen. Ein anderer häufiger Grund, sehr praktisch, sehr simpel, ist einfach zu viel Stress. Ja, zu viel Stress im Alltag, einfach zu viel Überforderung im Alltag, zu viel Überforderung im Beruf. Da bleibt einfach nicht mehr viel Libido übrig am Ende des Tages. Und sich auch, wenn das vielleicht bei dir der Fall ist, einfach mal zu schauen, will ich mein Leben so gestalten? Möchte ich, dass mein Leben eigentlich so sehr davon beeinflusst ist, wie viel Druck ich im Job habe, im Beruf habe, dass ich halt einfach nicht mehr wirklich genug Präsenz oder genug Energie für meine Partnerschaft habe? Dann ein weiterer häufiger Grund ist, dass Männer mit dem Sex an sich gerade einfach unzufrieden sind. So wie er gerade einfach läuft. Entweder weil sie sich eben, was ich schon vorhin erwähnt habe, sich so ein bisschen wie der Befriediger ihrer Partnerin fühlen. Aber zum anderen halt auch einfach merken, irgendwie nährt mich das Ganze nicht mehr. Also irgendwie macht mich das Ganze auch nicht mehr wirklich glücklich. Und da ist es halt einfach auch wichtig, da genauer wieder reinzufühlen. Was genau macht mich daran nicht glücklich? Was wünsche ich mir nämlich gerade? Weil häufig haben auch wir Männer einfach nur die Sehnsucht nach Nähe, nach Berührung, ja? Ohne dass es rein um den Sex geht. Ja? Dass auch Männer das Bedürfnis haben, sie wollen gehalten werden, sie dürfen halt einfach nur mal da sein und berührt werden, ohne irgendetwas leisten zu müssen. Das ist so ein Bedürfnis, was wir uns Männer leider viel zu selten eingestehen, weil es halt einfach nicht zu diesem männlichen Rollenbild in unserer Gesellschaft passt. Ja? Männer sind ja immer stark, Männer brauchen sowas nicht, ja? Männer brauchen keinen Halt. Und deswegen gehen wir dieser Sehnsucht oftmals nicht nach. Ja. Aber auch dort wieder als Mann wirklich ehrlich reinzuspüren, wonach sehne ich mich eigentlich gerade wirklich? Was brauche ich gerade eigentlich wirklich? Aber was es mir in diesem Video natürlich auch geht, ist, wenn du halt eben eine Frau bist, was kann ich denn tun, wenn ich halt merke, mein Partner will nicht und ich dringe halt auch einfach gar nicht mehr zu ihm durch? Ja, das ist natürlich dann ein häufiger Punkt, dass Männer mehr und mehr sich zurückziehen und wenn man sie darauf anspricht, dann bricht das Ganze eigentlich meistens in ein Riesendrama aus. Erstmal, warum wird das immer zu einem Riesendrama? Weil das für uns Männer ein sehr empfindliches Thema einfach ist, ja? Weil auch wir Männer sind nicht sehr zufrieden mit uns, wenn wir halt merken, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf Sex, ja? Auch das knackst dann und knabbert da an unserem Selbstwertgefühl, ja? Wodurch wir auch selber eigentlich dieses Thema einfach am liebsten einfach ignorieren wollen. Und da halt einfach auf den Partner zuzugehen, nicht in der Hinsicht von wegen, ja, warum ist das jetzt so, was willst du jetzt eigentlich, jetzt rede doch mal mit mir, jetzt öffne dich dir doch mal, ja, das ist halt einfach, womit du meistens auslöst beim Partner, dass er sich mehr und mehr verschließt oder das Gefühl hat, er muss sich gegen dich wehren und gegen dich vorgehen, ja. Was du stattdessen mal machen kannst, ist halt wirklich erstmal zu teilen, was geschieht in dir, wie fühlt sich eigentlich momentan für dich der Sex an.
Denn dein Partner ist oftmals nur ein Spiegel für dich. Ja? Ich habe selten erlebt, dass der eine sagt, oh, der Sex ist wunderbar und so toll und der andere sagt, furchtbar und ich will gar keinen Sex mehr. Sondern oftmals sind es immer Parallelen bei beiden. Und vielleicht ist der eine stärker mit dem Kontakt vielleicht gerade als der andere. Aber das sind immer Ähnlichkeiten. Deswegen schau erstmal, wie geht es dir eigentlich momentan mit eurer Sexualität? Oder wie ging es euch früher mit eurem Sex, als ihr vielleicht noch Sex hattet, wenn ihr jetzt keinen mehr habt? Und teile mal deine aktuelle Gefühlslage mit deinem Partner. Was du dir eigentlich wünschst, wonach du dich gerade sehnst. Ja? Was du vielleicht gerade auch brauchst. Aber nicht mit dieser Intention von wegen, das sage ich dir jetzt, damit du mir das endlich gibst, sondern vielmehr einfach nur, das teile ich mit dir. Und du stehst frei, was du damit, dir steht frei, was du damit machst. Ja? Und es geht mir vielmehr nur darum, mich dir zu öffnen und dir zu offenbaren. Das andere ist, geh mit gutem Beispiel voraus. Was ich damit meine, ist halt, dass wir uns oftmals einfach eine größere Entspannung beim Sex wünschen. Gerade auch Männer. Und dabei hilft es halt einfach, wenn unsere Partnerin erstmal sehr entspannt ist. Das heißt, wenn du voller Stress bist, voller Druck und ach, ich will jetzt, dass das klappt und wir müssen jetzt Sex haben und auch alle deine Berührungen eigentlich immer nur darauf so ausgerichtet sind und das irgendwie ausstrahlen, dann spürt das unbewusst dein Partner. Deswegen prüfe auch dich, ob du wirklich in deiner Mitte bist, ob du wirklich entspannt bist, ob du wirklich mit dir selbst in Kontakt bist. Weil ganz häufig sind wir das auch nicht und suchen dann diese Nähe beim Partner. Und das ist dann oft so, dass wir eigentlich selber wie ausgehungert sind, dass wir selbst halt einfach nicht wirklich genährt sind und gehen dann auf unseren Partner und wollen dann von dem das bekommen, ja, was uns ja scheinbar die ganze Zeit fehlt, obwohl wir uns das selber geben müssen erstmal in diesem Moment. Das andere ist halt einfach, redet offen darüber, was denn vielleicht die Wünsche und Bedürfnisse des anderen sind. Und ich gebe euch da immer den Tipp, beschäftigt euch mehr in Richtung, vielleicht auch mal in Richtung Tantra und sowas, ja. Und schaut einfach mal, was gibt es denn noch für andere Wege, wie wir miteinander in Kontakt kommen können. Oder probiert halt einfach auch, ob ihr erstmal einfach nur mal wieder miteinander kuscheln könnt. Vielleicht einfach nur mal die Hände sich berühren können. Dass ihr erstmal mit vorsichtigen Berührungen beginnt, ja. Und schaut, was fühlt sich da an dem Punkt gut für mich an. Und das andere ist halt, was ich halt auch eben sagen muss, du kannst keinen Menschen dazu zwingen, sich zu öffnen. Und gerade bei Männern ist das oft schwierig, ja, weil es halt einfach mit vielen konditionierten Themen zusammenhängt. Warum Männern es so schwer fällt, wirklich Gefühle zu zeigen, sich wirklich zu offenbaren. Und dadurch brauchen sie Zeit. Sie brauchen Zeit und einen Raum. Das, mit dem du Männern eben am wenigsten hilfst, ist, wenn du halt durch das Gespräch noch mehr Druck aufbaust und sagst, ich will dich jetzt verstehen und rede doch mit mir. Das treibt einen Menschen immer mehr und mehr zurück. Es geht vielmehr darum, selbst eine Präsenz zu zeigen und zeigen, dass der Raum da ist, wenn der andere sich öffnen mag. Aber genauso darf er auch verschlossen bleiben. Diese Annahme des anderen in dem Zustand, in dem er gerade ist. Und das Wichtige ist, gebt euch Zeit. Gebt euch Zeit. Das ist einfach allgemein eine Sache, die wir in einer Partnerschaft verstehen müssen, ist, wir müssen uns über die Jahre der Beziehung, selbst über die Monate der Beziehung, ständig neu erfinden, neu zueinander finden, weil wir in einem permanenten Entwicklungsprozess sind und das halt einfach in der Beziehung sich widerspiegelt. Das heißt, du kommst niemals wirklich an in einer Beziehung und du kommst auch wahrscheinlich niemals wirklich an beim Sex. Ja, dass du denkst, ah, jetzt läuft das bei uns und dann ist das abgehakt. Sondern es ist immer wieder ein neues Zusammenfinden, ein sich neu erfinden, ein neu ausrichten. Und auch das darfst du dir erlauben. Das darfst du deiner Beziehung erlauben. Und das darfst du besonders halt auch deinem Partner erlauben. An der Stelle lade ich dich natürlich wie immer herzlich ein zu einem kostenlosen Beziehungsanalysegespräch, wenn du jetzt vielleicht gerade als Frau das Video schaust oder als Mann oder als Paar, dass wir genauer in deine Situation schauen, genauer gucken, was vielleicht gerade bei dir das Thema ist und ich dir schon mal so die ersten Tipps mit an die Hand geben kann, mit denen du dann natürlich selber arbeiten kannst oder du kannst dich dann auch entscheiden, dass wir eben gemeinsam durch einen Coaching-Prozess gehen oder eben als Paar wir zu dritt dann durch einen Coaching-Prozess gehen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke da aktivierst und vielleicht auch mal in die Kommentare schreibst, wie es dir momentan beim Sex geht oder was eure größte Herausforderung gerade beim Sex ist und vielleicht greife ich das dann auch mal in einem der kommenden Videos auf und erzähle dazu dann ein bisschen etwas. Ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen, in der nächsten Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe. Deine Manuel.